Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen kennt wie ich, aber ich bin in meinem Leben nicht wenigen Heiligen begegnet. Das sind keine, die man heilig gesprochen hat, aber Menschen, die noch leben, also die meisten von denen, und die wirklich ein heiliges Leben führen. In letzter Zeit begegne ich vor allem Menschen, die zwischen 20 und 30 sind, also aus dieser Gruppe der Heiligen. Es gibt wirklich in unserem Land nicht wenige, die in jungen Alter alles für Christus geben und in die Nachfolge einsteigen, damit sie an dem teilhaben können, wovon Jesus spricht, an dem Reich Gottes, an dem Himmelreich. Ich kenne auch ältere Menschen, einige im mittleren Alter, die wirklich heilig sind. Und dazu braucht es keine Prüfung der heiligen Kongregation oder sonst jemanden. Ich sehe das und es ist wirklich so. Und das bedeutet nicht, dass sie perfekt sind. Sie sind auch Sünder wie ich und du. Aber was sie tun, ist das, was wir im Psalm gehört haben oder wiederholt haben, diesen Vers, der immer wieder kommt. Da steht es: Aus allen Völkern hast du sie erwählt, die dein Antlitz suchen. Was macht einen Heiligen aus? Und ich möchte das mit vollem Ernst sagen: Die Heiligsprechung macht es nicht. Das braucht es nicht, damit ich oder du ein heiliges Leben führen. Heilig macht uns, wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Wie es der Psalmist sagt, wenn wir sein Antlitz suchen. Und das bedeutet Zweifaches. Eines, dass ich mich auf die Suche mache. Und das Zweite ist, dass Gott uns sein Antlitz zeigt. Und dass Gott ein gnädiger Gott ist, hören wir in der ersten Lesung, in der zweiten Lesung, auch in dem Evangelium. Diese Vision aus der Offenbarung des Johannes, da kann man echt lange drüber reden, das will ich nicht. Aber sie zeigt uns eines, außerdem, dass sie sehr verwirrend ist, weil das halt ein prophetisches Buch ist und man kann da alles hineininterpretieren, was man will, wenn man es falsch liest. Aber es zeigt uns vor allem eins, dass Gott sich gerne mit Menschen umgibt. Der Himmel ist voll von Menschen, die heilig sind. Und sie umgeben Gott und das Einzige, was sie tun im Himmel, also wahrscheinlich tut man noch mehr im Himmel, aber das Einzige, wovon wir wirklich mit Sicherheit wissen, steht ungefähr in der Offenbarung des Johannes: Sie loben Gott. Sie sind voll auf ihn ausgerichtet. Das zeichnet sie aus, das macht ihre Heiligkeit aus. Diese Ausrichtung nach dem lebendigen Gott, der uns das Leben schenkt. Warum soll man das tun? Na, das klingt eigentlich anstrengend, sich nach Gott auszurichten. Oder es klingt auch so schwammig, unbestimmt, ne? Weil da gibt es keine Regeln. Das ist das Blöde. Es gibt echt keine Regeln, wie du heilig werden könntest. Und wenn dir jemand sagt, du musst dies und jenes befolgen, damit du heilig bist, höre nicht zu. Weil das Wesentliche ist, wie dein Herz ist. Ob dein Herz sich nach Gott ausstreckt oder nicht. Und das hat mir ein Beichtvater immer wieder gesagt, bei dem ich früher oft gebeichtet habe. Und ich habe mich immer geärgert darüber. Er hat das immer so gesagt: Ja, weißt du, das gut passt, hast das und jenes gemacht. Aber wichtig ist, dass du dich nach Gott sehnst. Das ist das Entscheidende, dass du versuchst, dass du dich bemühst. Ich habe mir immer gedacht: Na Mann, so, werde mal konkret, das ist immer so schwammig, also das ist zu wenig. Ne? Aber ich muss sagen, nach 15 Jahren denke ich mir, das stimmt.
Weil es wirklich nicht entscheidend ist, was man im Leben falsch gemacht hat. Wäre das wirklich entscheidend, deine Sünden und deine Schlechtigkeit, dann würde Gott über diese Erde ständig Feuer und Schwefel regnen lassen. Davon bin ich überzeugt, weil ich kenne auch mein Herz. Wenn Gott mich und dich danach beurteilen würde, dann wäre es so. Ist es aber nicht. Und das hat zwei Gründe. Eines, Gott ist wirklich barmherzig. Und das zweite, wesentliche ist, dass Gott sich für unsere Sünden und unsere Schlechtigkeit nicht im geringsten interessiert. Das heißt nicht, dass unsere Sünden bedeutungslos sind. Das macht mit uns etwas, schon. Und wir sollen sie meiden und immer wieder umkehren. Da gibt es für mich auch keine Fragen dazu. Aber das ist nicht das, was für Gott an dir interessant ist. Was ist an dir liebenswert? Das ist die Frage. Und da gibt es vieles, was du entdecken kannst. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, weil eigentlich das, worum es geht, ist diese Sehnsucht in uns nach Gott. Und es ist auch die Frage, kann man die Sehnsucht leben und reicht es aus, um heilig zu sein? Und ich sage zweimal ja. Ich weiß, ich sehe jetzt vieles durch die Brille jüngere Menschen und junge Menschen haben so eine Eigenschaft, manchmal sagt man, sie sind dumm, weil sie nichts vom Leben verstehen, aber es geht einfach darum, dass junge Menschen sehr oft nicht an die Konsequenzen ihres Handelns denken. Also nicht so, wie wenn man älter ist. Die nehmen einen Kredit auf für 50 Jahre und ja, wird schon irgendwie gehen, ne? Wenn man ein Haus bauen will oder sonst was. Die tun Dinge sehr impulsiv und kompromisslos. Und das ist manchmal kurzsichtig, das stimmt. Aber das ist auch die Stärke der Jugend. Dass sie nicht daran denken, was in 10 Jahren sein könnte. Nicht, weil sie so weise sind und wissen, da wird das oder jenes eintreten und sonst was, sondern aus dem einfachen Grund, das hat keine Bedeutung. Das hat echt keine Bedeutung, was vielleicht in 10 Jahren sein könnte. Es kann sein, dass du heute noch stirbst und wozu die ganze Planung? Also manches muss man im Leben planen. Aber dieses entschiedene Eintreten für Christus, für seine Kirche, so ein bisschen kompromissloses Eintreten für den Glauben, das ist etwas, was möglich ist. Und das macht die Heiligkeit vieler Menschen aus. Dass sie auf keine Kompromisse gehen, wenn es um ihren Glauben geht. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sie da große Apologeten sind, also Verteidiger des Glaubens. Dass sie jedem erzählen müssen, wer Christus ist und den Glauben verteidigen wollen. Das ist nicht damit gemeint. Sondern zum Beispiel das, was Augustinus gesagt hat. Wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht. Und da gibt es Menschen in echt, die täglich die Bibel lesen. Die täglich die Bibel betrachten, weil sie Gott kennenlernen möchten. Es gibt in echt Menschen, die mit dem Gebet keinen Kompromiss machen, wo sie im Herzen spüren, wir sind dazu berufen, Gott anzubeten. Ja, dann nehmen sie sich 4-5 Stunden Zeit am Tag, manchmal auch in der Nacht, und versuchen Gott anzubeten. Und das ist nichts Herrliches oder Außergewöhnliches, sondern sie gehen hin, setzen sich und machen, was sie können halt. Oder machen nichts und sitzen in der Gegenwart Gottes. Es geht nicht um die Formen, sondern um diese Kompromisslosigkeit.
Und das ist auch für mein Leben entscheidend. Also ich muss ehrlich sagen, in meinem Glaubensleben, da gibt es keine großartigen Gefühle meistens. Also ganz, ganz selten. Wenn ich bete, fühle ich meistens nichts. Und ich muss euch sagen, das beunruhigt mich gar nicht. Weil das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich möchte mein Leben mit Gott teilen. Und das sieht dann so aus, dass ich mir Zeit für ihn nehme oder versuche zumindest. Gelingt mir nicht immer, gebe ich zu. Aber es gibt Menschen, denen es gelingt. Versuche, heute nachzudenken, wo du in deinem Leben kompromisslos sein müsstest oder solltest, weil Gott dich dazu ruft. Du kannst dich auch im Sozialen engagieren und ich will das nicht kleinreden. Das ist super wichtig. Es gibt Menschen in der Kirche, die nur beten. Es gibt Menschen, die sich nur sozial engagieren oder sonst etwas machen. Es braucht alles, nicht nur das eine. Deswegen sind wir auch katholisch, weil wir so verschieden sein können und trotzdem uns auf ihn ausrichten oder ausrichten sollten oder wollen. Diese Heiligkeit, das ist etwas Greifbares und das ist unsere aller Berufung. Das ist das, wozu wir getauft worden sind, damit wir ein heiliges Leben führen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, träumt groß, weil Gott viel größer ist als unsere Träume. Und gebt nicht auf, wenn Christus euch ruft, wenn die leise Stimme in deinem Herzen sich regt und dir sagt, du könntest vielleicht das oder jenes machen. Mach es. Und denke nicht so viel an die Konsequenzen, weil das kann man nicht absehen. Die Früchte dessen, was wir tun, das ist so eine allgemeine kirchliche Weisheit, wer wird die nächste oder übernächste Generation einsammeln? Nicht du. Vielleicht siehst du etwas davon, das ist auch gut so, mal zu sehen, was man in der Welt bewirkt. Aber das ist nicht entscheidend. Werde ein bisschen kompromisslos, weil das ist eine der vielen Eigenschaften, die Heilige wirklich ausmacht, dass sie keine halben Sachen machen. Werde heilig, mache keine halben Sachen. Das ist das, was man sich heute mitnehmen sollte. Und diese Heiligkeit ist etwas, was in unserer Kirche, auch in anderen Kirchen, allgegenwärtig ist. Und ich möchte euch sagen, ich kenne sehr viele Laien, die heilig leben. Ich kenne auch Priester, die heilig leben. Ich kenne auch Bischöfe, die heilig leben. Es geht über alle Stände. Seid mutig, seid stark. Heilig zu sein ist nicht etwas für das Leben nach dem Tod, sondern für hier und jetzt.